Moin moin miteinander, ich begrüße euch zu Neverwinter. Ja, ihr seht mich hier direkt vor der Zisterne in der feurigen Grube stehen. Und ich habe nur noch eine einzige Wachsamkeitsaufgabe zu erledigen. Und dann, haben wir die feurige Grube geschafft, würde ich mal sagen. Ich habe vor, das in dieser Folge zu tun. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, die einzige Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, wenn Venifers Verbündeten besiegen. Ne, in der Zisterne, da waren wir ja schon mal. Aber mal gucken, was jetzt draus wird. Ja, also ob das jetzt irgendwie nochmal das gleiche wird oder irgendwas anderes. Ne, diesmal soll es ja gegen ihren Verbündeten gehen. So. So, ich soll abhauen. Nein, das habe ich nicht vor. So. Ups. Ich habe übrigens meine neue Rüstung an. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Aus dem Ring des Grauens, ne? Tajanische irgendwas Rüstung. Können wir ja mal gucken. Wie nennt sich das? Tunika des Tajanischen Dieners. Ja, ich finde, sie sieht ganz nett aus. Schick, schick, okay. Aber es geht jetzt nicht um die Rüstung. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. So. Tach. So. Jetzt ist die Frage, muss ich die alle besiegen? Oh, ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube, da hinten ist ein Hebel. Ich gucke mal. Letztes Mal habe ich die alle so... Ja, die haben mich, glaube ich, schon bemerkt. Ja, na klar. Na klar. Oh, die tun aber auch echt weh, ne? So. Der da hinten wurde scheinbar nicht gepult. Oh. Soll mir recht sein. Dann bleibt er halt leben. Also hier war das so ähnlich, ne? Eine Patrouille. Ah, na toll. Jetzt kommen die ja doch alle. So, das letzte Mal haben wir uns an dieser Patrouille vorbeigeschlichen, ne? Heute sind wir nicht so nett zu diesen Patrouillen. Wobei, die lassen wir mal. So, der war auch nicht so toll, wie man dachte. Wie ich dachte. Ich dachte... Das wäre ein richtig fieser Gegner, aber der ging dann doch relativ einfach.
glaube, wir nähern uns dem Hauptraum, ne? Also lang kann es nicht mehr dauern. Schnitzel, Schnitzel. Ich würde mal sagen, es läuft so langsam. Es läuft so langsam. Also, was ich damit meine ist, brennt mich. Das Modul hat ja doch so die einigen Schwierigkeiten gebracht, was das Überleben angeht. Und was so das Kämpfen angeht. Und ganz ehrlich, ich bin schon gespannt, wie das in dem letzten Gebiet sein wird. Ich habe ja böse Sachen gehört von Leuten, ne? Wurde gewarnt, dass es schwierig wird. So, was nehmen wir? Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Robustheit? Oder Kraft? Ich nehme mal ein bisschen Kraft. So. Jetzt also der Verbündete von Vennifer. Magmaschläger, der... Ein dicker, fetter Obermagmaschläger. Moment mal. Ich soll den Magmaschläger besiegen und danach Vennifer besiegen? Das war doch vorher anders. Da hab ich nur sie... Nein, Server not responding. Ja. Schon wieder hier drin. Das letzte Mal, als das passierte, naja, ist zum Glück nichts Fieses passiert. Ich wurde nicht tot gemacht. So, und da sind wir wieder zurück. Okay. Wirklich unangenehm, solche Serverausfälle, sag ich mal. Moment. Vielleicht so. Ich überlege auch hartnäckige Tarnung. Vennifer konnte mich sowieso immer sehen. Vielleicht. Ich versuch's mal so. Unterdrückende Dunkelheit. So, mein Freund. Schauen wir mal, was du drauf hast. Ja, 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 jetzt kommt sie mal wieder. Zack. Oh, ich bin fast tot. Wie war das nochmal? Man konnte weit weglaufen vor ihr. Und dann konnte man sich ein bisschen erholen, ne? Puh. Ich habe so das Gefühl, sie greift an wie eine Art Drache. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Und sieht ein, obwohl man ja eigentlich... wo man ja eigentlich unsichtbar ist, ne? Aber hilft einem nicht viel. Was ist das für ein Schaden, den ich hier kriege?
Weil sie macht ja so ein bisschen Sprünge wie ein Dieb. Ist das vielleicht auch Schatten des Untergangs oder sowas, was sie bei mir aktiviert? Oh. Ja, genau. Ah, genau. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Au. Ah, das ist ein Kampf, der mir überhaupt nicht schmeckt. Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Normalerweise mache ich ja in solchen Momenten Perma-Stealth. Ich habe kaum noch Tränke, sehe ich gerade. Aber das würde mir hier ja auch nicht helfen. Sie sieht mich ja. Sie sieht mich und macht derbe Schaden. Moment mal. Wie wär's mit... Ich versuch's mal damit. Nicht zu fassen. Mal gucken, ob der mir was bringt. Boah, ein echt ein teurer Kampf. Und zurück. Und regenerieren. Oh, und schon hat sie neue Leute geholt. Renefer verflucht! Oh, alter Schwede. Wow. Geh weg. Also wie ihr seht, ein äußerst unangenehmer Kampf. Ich kann mich ihr kaum nähern, ohne dass es für mich sehr schmerzhaft ist. Aber das eben hat sehr gut funktioniert eigentlich. Okay. Das machen wir gleich nochmal. Ich muss mir... Das war nicht gut. Das war nicht gut. Also das mit nicht zu fassen, das ist, glaube ich, schon eine gute Taktik gewesen eben. Na also. Ihr habt mich vorerst aufgehalten. Boah, ist die böse. Doch, doch, werde ich zurückkehren. Ja, böser Kampf. Drei Tränke habe ich noch. Das heißt, ich habe... Wie viele verbraucht? 25 oder so? Keine Ahnung. Und das Ganze geht auch nur... Weil ich mich da unten halt ausruhen kann. Wenn das nicht gegeben wäre, dann wäre dieser Kampf also kaum zu machen für einen Trickser-Schurken. Was ist eigentlich da hinten? Nix, ne? Nö. Die düstere Dunkelheit. Gut, wir haben die Wachsamkeitsaufgaben oder wir haben genügend erledigt. Ja. Es folgt der Übergang ins nächste Gebiet. Wäre ja eigentlich was für die nächste Folge, aber... Ich will mal so schnell es geht das Ganze machen.
könnt ihr zumindest schon mal das neue Gebiet sehen. Nee? Ich bin schon gespannt. Obwohl ganz viele von euch da wahrscheinlich bereits sind. Aber ich habe mir da ja auch ein bisschen Zeit gelassen, ne? So bin ich nun mal. Eins nach dem anderen. Zwischendurch wollte ich mir ja unbedingt auch noch ein bisschen meine Rüstung verbessern. Es wird Zeit für die neue Waffe. Also ich bin auch schon heiß, deshalb möchte ich ins nächste Gebiet. Und nicht nur das, ich möchte selbstverständlich das auch beenden. Die Allianz der Fürsten wird nicht zulassen. Um halt an die neue Waffe zu kommen. Die vermisse ich schon schmerzlich. So. Die Schlacht im Gauntlebrim ist beinahe... Einsatztruppe der Wasserpumpen abgeschlossen. Macht weiter so. Dank eurer Wachsamkeit werden wir sie schon bald geschlagen haben. Ja, ich würde es mal sagen, jetzt, ne? Dann, tada! Samen des Feuers. Eure vorbildlichen Leistungen auf dem Schlachtfeld haben uns einen entscheidenden Vorteil verschafft, sodass wir den Kult in die Defensive drängen konnten. Wir können einen Elementarsamen des Feuers aus der großen Schmiede entnehmen. Wenn ihr zur großen Schmiede gelangt, dann werdet ihr den Samen am Elementaraltar entnehmen können. Okay. Sobald ihr ihn habt, bringt ihn zum Baum des elementaren Gleichgewichts in der Protectors Enclave. Ja. Na gut. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich habe die letzte Quest natürlich vergessen. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt den Samen holen. Das will ich jetzt unbedingt aber noch machen. Damit wir tatsächlich dann, ja, leider in der nächsten Folge erst ins nächste Gebiet gehen. Aber das wird dann halt eine runde Sache. Dann in dieser Folge runden wir dann dieses Gebiet damit ab. Und in der nächsten Folge, ja, in der nächsten Folge sind wir dann im... Wie nennt sich das? Skyward Rise oder so? Oder Skywind? Ich weiß es nicht. Ja, oh meine Güte. Immer diese Stresser. Ah, jetzt bin ich vollkommen falsch geskillt. Ja. Oh, lasst mich doch in Ruhe, alle. Ja, bitte nicht meins. Ah. Was wollt ihr nur alle? Mann, schnell mal umskillen. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das ist eigentlich gut, dass es gut die Rauchbombe fehlt. Das, genau. Rauchbombe. Und Klingengestöber. So. Jetzt fühle ich mich wieder fast wie ein ganzer Schurke. So. Her mit dem Samen. Für die Urflamme. Glücklicherweise ist mein Inventar wieder einmal voll. Na gut, dann... machen wir das mal so. So, zack, einmal
mitgenommen und einmal den Samen gepflückt. Mann! Ich hetze jetzt. Hetze ist natürlich nie so gut. Dann passiert nämlich genau das. Alles geht schief. Aber egal. Lasst uns nicht mehr aufhalten. Jetzt müssen wir ja in die Enklave. So, schwupps. Schwupps. Hinter. Okay, ich glaube, uns bleibt nur noch übrig, den Samen hier abzuliefern und dann sind wir durch mit dem Feuergebiet. Ich freue mich. Wie schön, ja. Diesen Anblick haben wir uns, erarbeitet. Was mir gerade jetzt aufgefallen ist, hier steht ja der Minsk, ne? Und der hat uns ja bisher immer geholfen. Warum hilft uns Minsk eigentlich nicht in der Feuergrube? Kommt! Lasst uns etwas Gerechtigkeit austeilen! Genau. Finde ich ein bisschen schade, dass sie Minsk jetzt so, ja, eigentlich vergessen haben. Na gut, okay. So, neuen Auftrag. Die elementare Bedrohung besteht weiterhin. Auf den Winden. Ach so, oh, abgeschlossen. Ihr habt den Baum des elementaren Gleichgewichts durch den... Ja, das hätte ich mal durchlaufen lassen sollen, ne? Na, egal. So ist es. Probleme auf den Winden. Die Kulte des elementaren Bösen haben überall in der Schwertküste für Chaos gesorgt. Die Allianz der Fürsten und andere Fraktionen der Schwertküste unternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Doch eine neue Frontlinie hat sich aufgetan. Spione der Hafner haben eine Festung des Kults an einem der unwahrscheinlichsten Orte entdeckt. Im Himmel über Neverwinter. Spinward Rise besteht aus einer Reihe von Inseln, die durch die Magie der Wolkenriesen am Himmel gehalten werden. Sie ist nun die Basis einer Sekte des elementaren Bösen, des Kultes des heulenden Hasses. Unsere Verbündeten konnten einen Brückenkopf auf der untersten der Inseln von Spinward Rise etablieren. Doch sie benötigen eure Hilfe. Trefft euch dort so schnell wie möglich mit Marshal Ragos. Alles klar. Wir nehmen das an. Bis später. Und gehen da jetzt aber nicht mehr hin, denn die Folge ist wirklich sehr lang geworden. Deshalb, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Leider, Spinward Rise erst nächste Folge. Aber so ist das nun mal. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sage, bis zur nächsten Folge.